Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Demon's Souls, dem vielleicht, je nachdem wie es läuft, letzten Part des Spiels. Ich habe den Richterschild jetzt noch auf plus 2 gebracht. Ich habe die letzten verbliebenen Dingenskirchens gemacht. Achso, hier Weltentendenz und so habe ich auf negativ geschoben für die letzten Welten. Das hier ist der letzte Stand, den die Armee gegen uns aufbringt. Hier ist ein Drache gestorben. Gelber scheinbar. Und hier haben wir etwas, was total witzig ist. Haufenweise rote, nette Phantome. Die allerdings nichts im Vergleich zu den sehr freundlichen Charakterphantomen sind, aber sie geben 13.000 Seelen, also, ne? Und ein Durchdringerschwert. Oh, noch ein Durchdringerschwert? Guck an. Mehrfache Durchdringerschwerter, sehr schön. Bogenschütze übrigens sehr nervig. Falls jemand fragen möchte, sehr, sehr nervig. Wow. Unerwartet? Ein bisschen. Schockiert? Nein. Nicht schockiert. Das Gute an den Phantomen ist, habt ihr eins besiegt, ist es weg. Au. Ah, also. Im Endeffekt, jetzt ist da halt nur noch der Bogenschütze und der mit dem großen Schild. Kein Thema, machen wir es dann anders. Also, sage ich so einfach, ne? Und am Ende. Au. Stehe ich halt nur blöde darum. Kann er, was er da macht? Er hier. Oh, come on! Ah. Die letzte große Hürde. Und wieder einmal frage ich mich, warum machst du das spät abends? Die Antwort ist theoretisch, weil ich den ganzen Tag arbeiten war, aber. Also ich habe das Gefühl, ich bin abends leichter aufzuregt. Zumindest deswegen diese Frage, warum mache ich das? So, machen wir es hoffentlich ein bisschen schlauer. Wir warten, dass. Der komische Lanzenmann mal irgendwann aufhört, seine Tage zu graben oder was auch immer da. So. Ist das jetzt dein Ernst? Die Antwort ist scheinbar ja. Ich erinnere mich allerdings auch, dass er tatsächlich so ein Ding hatte. So. Schicht im Schacht hier. Es ist zugegeben, es ist eine sehr bösartige Kombination von Charakteren, die da rumlaufen. Außerdem Turmschild, ne? Turmschild hilft tatsächlich sehr gut, wenn es darum geht, Schutz zu bieten. So. Ah, was hier? Was zum? Es war sehr bösartige Magie, die da gerade noch genutzt wurde. Noch ein weißer Bogen. Und damit diese Hürde auch hinter uns. Hier links ist nichts. Gut. Im Moment habe ich gedacht, merkwürdig, bin ich aus Versehen doch in der falschen Welt? Also, ob ich die zersplitterte Version ausgeschaltet habe oder nicht. Das, also diese zersplitterte Weltgeschichte, das ist echt so eine Nummer für sich. Wenn man wirklich das Spiel mehr oder minder auswendig kennt, so wie ich, also von der Location her, und auf einmal ist alles, wirklich alles auf der falschen Seite, das ist echt hardcore irgendwie. Ich freue mich übrigens nicht da, genau, nicht darauf, dieses Gebiet hier mehrfach zu durchlaufen. Wegen so Leuten wie ihm
Hier, wobei er jetzt noch im Gegensatz zu den gerade eben. Ach, come on! Nehme ich diese Wände. Wegen solchen Leuten wie ihn hier, weil... Ne, ich muss ja nochmal durch. Weil ich, bevor ich irgendwas hier fertig mache... Ich greife... Ich greife mal minimal vor. Wenn wir hiermit fertig sind, also mit Welt 1.4, dann startet automatisch das Endgame. Im Endgame kann ich zum Beispiel nicht mehr leveln. Ich kann alle Welten besuchen, wenn ich will, aber ich kann nicht mehr leveln. So. Und... Naja, das Problem gleichzeitig dabei ist tatsächlich auch, dass wir in diesem Gebiet hier noch einen Boss haben, den, wenn man so möchte, theoretisch wirklich allerletzten Boss. Übrigens, da sind die Beinschienen des blauäugigen Ritters. Und hier haben wir noch den Beschützer, von dem geredet wurde. Der Hütchenrache. Ich weiß nicht, warum der so komisch rumgluck hat. Hühnchenrache spuckt gerne Feuer. Das mag der fette Offizier da übrigens nicht so wirklich. Obwohl man sagen muss, fett hin oder her, überlebt tatsächlich 3 Feuerangriffe. Das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Problem, was ich mit dem Drachen habe, ist übrigens ganz einfach. Ich kann ihn nicht im Nahkampf machen. Ups. Das war aber auch schon das Schwierigste, in Anführungszeichen. Ich werde diesen Drachen auch in diesem Durchgang nicht töten, weil es nutzt halt leider tatsächlich nichts. Die Antwort für mich ist immer leider. Man kann ihn töten, man bekommt eine Drachenseele oder heiße Seele oder irgendwie sowas. Machen wir übrigens eben schnell den um die Ecke Laufi. Ja, der Drache hängt sich da oben hin. Das ist auch alles schön und gut. Hier würde übrigens Björn mit uns kämpfen. Bloß nebenbei. An dieser Stelle würde Björn mit uns kämpfen. Oder den Drachen ablenken. Wobei, es ist im Prinzip einfach tatsächlich kämpfen. Aber ja, wir können ihn einfach ignorieren. Wie gesagt, es gibt nichts dafür. Leider. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir hier Ostrava finden. Und wie gesagt, eigentlich müssten wir ihn umbringen. Wenn ihn umbringt, kriegt den Talisman der Bestie von Mephistopheles. Aber brauchen wir an dieser Stelle nicht tun. Denn... Oh, ihr seid es. Mein Vater ist dort oben. So etwas Ähnliches zumindest. Ein Dämon in seiner Gestalt. Zu Beginn meiner Mission wollte ich meinen Vater verstehen. Ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Doch es war wohl alles umsonst. Bitte... tötet meinen Vater. In diesem Zustand bringt er dieses Land nur in Gefahr. Der Schlüssel öffnet Boletarias Mausoleum. Im Mausoleum liegt meines Vaters Schwert, Dämonenbrand, Zwilling von Seelenbrand. Nehmt es und bereitet seinem Irrsinn ein Ende. Weil Ostrava, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen müsste, er nimmt sich das Leben oder er ist so schwer verwundet, dass er verstirbt. Aber wir erhalten den Schlüssel zum Mausoleum. Und das Mausoleum habe ich nie gezeigt. Ich habe mal in 1.1 erwähnt, ja, da drüben ist halt ein Weg, den wir jetzt nicht gehen werden, weil das gerade keinen Sinn macht. Aber da gehen wir jetzt hin. Beziehungsweise wir können auch mit Mephistopheles nochmal reden, weil jetzt ist ja nun mal Ostrava drin, ob der Drachen mich ärgern will. Mal ein bisschen...
sehen. Das Schwierigste wird es für mich theoretisch wieder sein, hier nochmal durchzukommen, aber naja. Wofür? Ist dieser Hebel? Weiß ich gar nicht. Außerdem Ritterschwert, Ritterschild. Ich hatte im letzten Part noch erwähnt beim Dragling-Händler, bei dem aus den ersten Welten, ne? Ja, Hebel. Kann man aber auch finden. So, dafür ist das. Ah, Abkürzung. Muss ich, glaube ich, tatsächlich. Tatsächlich gar nicht. Also die größte Gefahr ist damit durch, ne? Ich muss ja dann nur noch wieder da oben hoch und dann passt das alles. So. Wir haben auch gerade von zwei Waffen gehört. Dämonenbrand und Seelenbrand. Das sind auch nochmal sehr interessante Waffen, die ich vielleicht... Bro? Okay. Kleiner Glitch. Kleiner. Tatsächlich kein großer, aber es ist ein kleiner Glitch, der sollte nicht mehr da liegen. Wir haben ihn ja schon mal getötet. Wir bekommen gleich in diesem Part mit hoher Wahrscheinlichkeit eins dieser Schwerter und dann kann ich ein bisschen darüber eingehen. Wahrscheinlich werde ich das Finale, also den letzten Bosskampf in einem extra Part machen. Das war schön. Oh. Das müsste reichen für zwei Level-Ups oder so nochmal. Ach, immer ein bisschen mehr Ausdauer ist immer gut. Einmal hier nochmal das hier. Bleib bloß am Leben. Schlüssel ist hoffentlich jetzt im Inventar. Ich habe nicht aufgepasst, ob der sonst wohin kam. Na, Aufseherschlüssel, bla bla. Okay. Öffnet Mausoleum der boletarischen Königsfamilie. Perfekt. Mephistopheles, ich war Zeuge, wie der Typ gestorben ist. Das muss reichen. Das muss reichen. Was ist? Uh-oh. Seht mich nicht mit solch ausgehungerten Augen an. Es gibt noch mehr zu tun. Ich will, dass ihr diese Hexe Yuria tötet. Natürlich werde ich euch angemessen belohnen. Ja. Sehr gut. Ich hege hohe Erwartungen. Okay. Yuria ist die letzte, die auf dieser Abschussliste von Mephistopheles steht. Ist damit das Ende dieser Quest und gibt uns den vorletzten Ring des Spiels. Wo ich sie ja echt mag. Mir leid. Also so ein bisschen. Wow. Sorry. Bin ausgerutscht. Yuria droppt das Hexenzeugs und noch ein Ring der magischen Natur. Und damit ist unser schändliches Blutwerk, was das angeht, auch getan. Ganz schön bösartig. Wenn man mal so ganz genau drüber nachdenkt. Anyway, Hallöchen. Ich habe es getan. Ah, ihr seid fertig. Ihr könnt ja wahrhaftig Wunder vollbringen. Eine letzte Aufgabe. Das Geheimnis der Seelen wird mit euch sterben. Oh wow. Da war ich jetzt nicht komplett drauf vorbereitet. Aber okay. Hallo. Ja. Naja. Aber netter Versuch. Ein Degen. Degenbrecher. Ring der Verfluchten. Aber, was viel wichtiger war, prinzipiell, sozusagen zumindest, wo ist das Ding? Ring des Feindes da. Erhöht die Angriffskraft als schwarzes Phantom. Also, prinzipiell die beiden, ne, das ist einmal der Koop-Ring, das ist der,
PvP-Ring, wenn man so möchte. Da ich beides nicht sonderlich mag. Ich meine, gut, Koop habe ich nicht gespielt, kann ich also nicht sagen, dass ich es nicht mag. Aber da ich nie großartig Freunde, ich meine, PvP gut herze oder toll finde, ist der Ring auch komplett nutzlos. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so viel Zeit und Mühe in dieses LP gesteckt, was das Sammeln von Dingen angeht. Da kann ich das jetzt nicht auch liegen lassen. Plus, ich habe nie Mephistopheles gesehen. Ist insofern für mich eine interessante Sache. So, und ja, jetzt kann man sich fragen, hey, Tommy, warum rennst du jetzt schon wieder in 1-1? Um 1-1, das stinkt langweilig, wollen wir nicht sehen. Ich weiß, ich will auch nicht sehen. Aber, immer ein Aber, ne? Muss man früh lernen, es gibt immer ein Aber. Aber, das boletarische Mausoleum, von dem Ostrava uns erzählt hat, in seinen letzten Atemzügen, während er uns einen Schlüssel gegeben hat, den wir noch nie zuvor gesehen haben, das ist hier oben. Also, ich sage hier oben, damit meine ich tatsächlich hier oben, aber hier oben beinhaltet leider auch hier oben, da wo man sich durch ein paar Soldaten hat, man nicht gesehen, schnetzeln muss, die natürlich jetzt Peanuts sind. Wenn ich ein New Game Plus starte, wahrscheinlich weniger nur Peanuts. Aha. Ah, und ich habe nicht mal aufgepasst, was ich da tue. Ahiak, Ahiak. Ist das überhaupt richtig? Ich meine, ich renne hier so... Ja, doch. Oder? Nee. Rick? Falscher Turm. Glaube ich. Ich renne hier so selbstbewusst diesen Turm hoch. Dabei ist es dann die falsche Seite. Ja, egal. Es ist schön, 1-1 nochmal zu sehen, ne? Genau, so sehen wir das. Das ist immer Sightseeing, ne? So nach dem Motto, wisst ihr noch damals, als 1-1 noch eine große Herausforderung war, wir alle Spaß hatten, wir haben viel gelacht, wir hatten irgendwann mal Phalanx am Ende. Ja, witzig, witzig. Das waren noch Zeiten. Jetzt seht mich an, wie schnell ich einen Turm runterflitzen kann. Doch die andere Seite. Ja, ziemlich sicher, dass es da oben eine Verknüpfung gibt, die mein Gehirn gerade nicht richtig herstellt, aber... Also vielleicht nur schneller, aber vielleicht ist es auch genau das hier an, was ich gedacht habe. Und dementsprechend ist es auch wieder egal. Punkt ist... Wir kommen schon irgendwie da an, wo ich hin muss. So. Nein, noch nicht. Warum sind die Dinger so hoch? Wer baut denn bitte schön Schlösser, wo die Teile so hoch sind? Antwort wahrscheinlich jeder, der ein Schloss gebaut hat, wohl bemerkt. Meine Sandburgen bestanden immer aus einem Eimer. Ja. Also, damit will ich sagen, ne, ein Eimer Sand umgedreht, tada, Schloss. Vielleicht habe ich auch mal einen kleineren Eimer noch draufgepackt, aber das war's dann auch, ja. Okay. So. Vielleicht erinnert man sich jetzt zumindest so langsam. Spätestens hier habe ich gesagt, ne, hier brauche ich nicht lang gehen, weil da ist für uns nichts. Sieht man auch schön daran, dass da noch ein Item rumliegt, ne, noch ein Wächter hier. Alpenmondgras, meine Güte. Damals war das viel Heilung. Deswegen sage ich, meine Güte. Anyway. Hier geht's lang. Hier haben wir so einen Rotaugenwächter. Der macht das Ganze in Anführungszeichen halt gut oder hat es gefährlich gemacht. Man kann ihn umbringen. 310 HP. Machbar. War halt nur schwieriger. Deswegen haben wir es gelassen. Und hier Mausoleumschlüssel. Ich wäre sowieso nicht reingekommen ohne den Mausoleumschlüssel. Das ist halt die Sache. Des königlichen Schwertes. Ich bin der alte König. Zeigt mir eure Stärke und die Macht eurer Seelen. Ja, das ist die Herausforderung. Interessant wird's mittendrin. Also, der alte König nimmt nicht sonderlich viel Schaden tatsächlich. Hat, glaube ich, auch Autoregeneration. Wird allerdings von meinem Knochenbrecherschwert umgepustet wie alle anderen. Also von daher.
Menschen und mein riesiges Schwert vertragen sich einfach nicht gut, scheinbar. Also was so Standhaftigkeit angeht. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, junger Ritter. Ich bin der alte König Doran. Und ihr habt mir eure Stärke bewiesen. Tretet heran und nehmt das königliche Schwert in eure Hände. Das können wir machen. Könnten wir machen. Mal so ein bisschen cheaten hier. Und da haben wir Dämonenbrand. Das ist eins der zwei Schwerter, um die es noch später gehen wird. Aber was wir tatsächlich machen müssen, ist den alten König auch umbringen. Ja, ich weiß, ist ziemlich gemein. Holy moly. Ich bin der alte König. Ihr wollt mich herausfordern? Also gut. An Verwegenheit, wenn man sie einzusetzen weiß, erkennt man einen König. Beweist. Also eigentlich würde ich ihn ja nicht umbringen wollen. Au! Weil sowas passieren kann. Ne? Ein Streich, tot. Wir müssen ihn aber besiegen. Für den letzten Ring im Spiel. Gib mir allerdings die... Auch egal. Eine weiße Metallklinge, die seit Generationen im Besitz der boletarischen Königsfamilie ist und gegen Dämonen eingesetzt wird. Mit dem Gegenstück Seelenbrand formt sie das Nordinsignien-Schwert. Je weniger die Seele des Trägers einem Dämon gleicht, desto mächtiger wird diese Klinge. Daher fiel es den alten Königs Alandwal auf Seelenbrand. Ja, dieses Schwert, ich habe tatsächlich beim ersten Mal, als ich das gelesen habe, ich nicht verstanden, dass sie nicht von Weltentendenz reden. Was offensichtlich sein sollte, weil sie von der eigenen Seele redet. Dieses Schwert wird stärker, je näher die Seele, also unsere Charaktertendenz, ins reine Weiß geht. Verdammt, noch eins, ich will doch nur eben wieder durch. Ich muss den König umbringen. Lass mich durch, ich habe zu tun. Schon peinlich genug wieder der Part. Naja, doch, irgendwie schon. Seelenbrand, das andere Schwert, was wir noch nicht besitzen. Wink, wink, noch nicht. Ist halt genau das Gegenteil, wie es da auch steht. Ne? Je näher ich an eine rein schwarze Seele komme, und das haben wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, desto mächtiger wird das Schwert. Tatsächlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, an eine Kombination von den beiden zu kommen. Das sogenannte, wie es da stand, Not in ihren Schwert. Das vereint im Prinzip die beiden Varianten. Man hätte auch denken können, man muss neutral da bleiben, was auch okay gewesen wäre. Hätte ich auch ganz interessant gefunden. Es verhält sich aber wohl so, dass man da entweder gut oder böse sein kann. Das ist ziemlich egal. Das Endergebnis ist halt, dass ich auf dem Weg hin nochmal verrecken muss, damit es besser funktioniert. Ah, meine Frau. Das ist übrigens immer das Endergebnis davon, wenn ich, unabhängig davon, ob ich jetzt selber spiele oder was zeigen will, wenn ich mir denke, okay, dann mache ich jetzt noch eben das und dann ist gut. Oder, naja, ich möchte jetzt noch wenigstens das schaffen, dann ist gut. Dann fange ich an, wenn es halt schief wird, wie gerade eben, zumindest in Anführungszeichen genervt zu werden. Ne? Und dann renne ich da immer schnell durch, in der Hoffnung, dass das Durchrennen auch funktioniert, wie hier natürlich wieder nicht. Und naja, dann sterbe ich halt, weil ich einfach meine, oh gut, ich bin ja Level so und so, ne? Ich habe Schwert und Schild, hör auf meine Füße abzufackeln. Das wird schon irgendwie passen, bla bla, Endergebnis, ich sterbe auf dem Weg und bin wieder auf dem Level, dass ich leicht gefrustet bin. Oh ja.
Plus natürlich, ich hatte gehofft, dass ich damit das System austricksen könnte, aber naja, stattdessen rolle ich jetzt auch noch langsam, was ganz Tolles. Logischerweise, weil mein Ring der kolossalen Stärke ist weg. Jetzt habe ich halt nur noch den Ring der Ausrüstungskacke da. Nett ausgedrückt. Ich weiß. Und kann also nicht mal wegrollen. Mein ganzes Setup beruht ja darauf, dass ich zumindest, obwohl ich halt auch den Knochenbrecher dabei habe, schnell rollen kann. Ja. Großes Problem übrigens, was Dark Souls, Demon's Souls angeht, ne? Dadurch, dass ich nur so und so viel upgraden kann, ist halt irgendwann alles fertig geupgradet, ne? Und so wie jetzt hier kann es dann dazu kommen, dass man zum Beispiel im New Game Plus nicht mehr gewinnen kann. Weil geupgradet ist alles, aber man ist halt trotzdem noch zu schwach oder stirbt halt. Das ist dann halt tatsächlich das typische Get Good tatsächlich. Oh, ich habe nicht erwartet, dass er sofort aggressiv ist. Oh mein Gott. Nein! Nein! Falscher Move. Ah, nein. Es sind 20 Minuten. Nein, 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 wir machen eine halbe Stunde draus. Ay, caramba. Es sind Momente wie diese, in denen ich mir denke, Mann, mein Zimmer wird warm, das ist das eine. Entweder das oder das ist Charmflut. Da bin ich mir noch nicht sicher. Nein, tatsächlich, es sind Momente wie diese, wo ich mir denke, gut, dass ich keine verdammte Facecam jedes Mal in mein Video einblende, weil, ja, irgendwann fange ich dann an, genervt zu werden, habe ich ja schon mal erwähnt gerade eben. Ja, ich habe nichts Besseres darüber zu erzählen als, oh toll, ich darf den Weg schon wieder hoch, wenn alle so vor dem Bildschirm, oh toll, er rennt den Weg schon wieder hoch, weil er zu blöde war, seine Waffe richtig zu halten. Im Prinzip lief es darauf hinaus, beziehungsweise richtig zu führen, ne, einmal dieses Blocken, blöd ausweichen, außerdem. Boing. Adieu. Außerdem. Gut, ich habe ihn noch nie umgebracht. Ich weiß auch nicht, warum man auf den Gedanken kommen sollte. Mir ist heute so ein bisschen nach Königsmord. Von einem Charakter, der einem nichts getan hat, so gesehen. Aber, das ist jetzt. Nachdem wir einen Massengenozid begangen haben und jeden normalen Menschen, der sich noch irgendwie im Proletarier aufhielt, abgesehen von Thomas und Ed und dem anderen Schweden, dessen Namen ich nicht mehr weiß, ist alles gut und der Kerzenmeid, aber die ist ein Dämon. Also haben wir jeden Menschen, den es hier irgendwie in diesem Universum gibt, haben wir umgebracht. Selbst Murphys Tofilets haben wir umgebracht. Gut, die wollten mich auch am Ende umbringen, aber ne? Es existiert kein Mensch mehr hier. Das war die falsche Waffe. Naja, egal. Dann machen wir halt weniger Schaden, auch egal. Hallo, da bin ich wieder. Neuer Versuch. Der Meinung, der kann auch irgendwann Schockwellen schießen oder sowas. Also etwas, was mir gar nicht gefällt. Hui. Okay. Technisch gesehen ist es allerdings gut, wenn er immer auf mich zukommen will, weil dann fliegt er halt eine Runde. Damit kann ich schlussendlich auch gewinnen. Traurig ist allerdings die Tatsache, dass dieses Schildsymbol, ich habe erst aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, das ist ein Pfeil nach unten. Aber ihr seht es ja auch, dieses Pfeilsymbol, was ich unter meinen Ausdauerbalken habe, das bewirkt, dass ich mehr Resistenzen habe, mehr Schutz etc. Kommt tatsächlich vom Knochenbrecher, wusste ich gar nicht. Also, ich wusste nicht, dass er diesen Zusatzeffekt hat, als ich ihn als meine Waffe auserkoren habe, in Anführungszeichen. Aber, das ist meiner Meinung nach ein großes Aber, das bringt meistens nichts, wie man ja jetzt mittlerweile gemerkt hat. Ne? So einer wie er kommt hier um die Ecke, haut einmal auf mich drauf, ich bin tot. Also, hilft bedingt, nehme ich an.
Ah, oh. Doppel. Oh nein. Das ist die letzte Hürde. Und ich glaube tatsächlich eine größere Hürde als der letzte Boss sein wird. Das ist die größte Hürde und die letzte Hürde, die wir nehmen müssen, bevor das LP sein Ende findet. Und sie stellt sich wieder als eine, entschuldigt den Ausdruck, Bitch heraus. Hör auf mich anzugreifen. Weg. Ich meine, es hilft nicht, dass ich mich jedes Mal hier durch, weiß ich, 20 Gegner slashen muss. Die im Großen und Ganzen nichts machen, außer der rotäugige Ritter. Der wäre, wenn man damals zum Beispiel reingegangen wäre, wäre der wahrscheinlich ein Instant-Kill gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zumindest annähernd Instant-Kill war. Ja, hast du schön gehopst. Scheiß auf dich. Abgesehen von dem, keine nennenswerte Herausforderung auf dem Weg, nur einfach nervig, dass ich den Weg jedes Mal laufen muss. Zugegeben, der Weg ist kurz, der Weg ist schmerzlos, ich will den trotzdem nicht alle Nase lang laufen. Aber hey, ich stocke Heilmittel auf. Yay. Ja. Erinnert mich bitte dran, dass ich die richtige Waffe verzauber. Das könnte mir eine Menge Probleme ersparen. Oder zumindest macht es den Kampf deutlich angenehmer, nehme ich an. Aber schön, dass er jetzt immer direkt kampfbereit ist und mir in den Hintern treten will. Nächstes etwas. Meine Fresse. Jedes Mal musst du mir noch einen Flecken. Ja, fein. Ich hoffe, du. Naja, stirbst dran, das ist jetzt. Traurigerweise das, was definitiv passiert. Von daher. Hallo. Da bin ich wieder. Na, 114 ist doch schon mal besser als 76. Wie gesagt, noch besser wäre es natürlich, wenn ich einfach, rollen könnte vernünftig. Aber das habe ich mir ja selber verbaut, also da kann ich keinen böse angucken außer mich selbst, das ist das Problem. Das ist immer scheiße, wenn man sich selber nur angucken darf. Achso, wer ist dafür verantwortlich? Du, ja, ich. Hallo, ich bin's. Der Kommi. Selber schuld. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf wird länger dauern, als mein Waffenfluch überhaupt anhalten kann. Aber, na gut. Ja, da ist mein Waffenfluch schon wieder weg. Also die Waffe ist eher darauf konzipiert, tatsächlich Gegner hoffentlich in 2-3 Zügen umzunieten. Als so einen langen... Boing. Langen Kampf zu führen, aber gut. Was macht man halt nicht manchmal für so einen Ring, ne? Alte Könige umbringen. Oder auch nicht. Ah, mein Gott. Ich hole euch wieder, wenn es vorbei ist. Ich habe keinen Bock mehr. Das hat viel zu lange gedauert. Ungefähr 50 Minuten noch. Also, yay. Aber wir bekommen Beinschienen und vor allen Dingen Ring des ewigen Kriegers. Yay. So angepisst. Ich hasse viel in Demons und Dark Souls, aber One-Hit-Kills gehören dazu. Ich meine, andersrum, ne? Klar, ich finde es total toll, wenn ich einen Gegner one-shotten kann, aber... Heyo, ich lebe noch. Aber wenn ein Gegner das kann, ist das relativ schnell sehr frustrierend. Jetzt möchte ich mir mit euch noch das Set angucken, was wir gerade bekommen haben, weil auch das ist halt ein Ausrüstung. Egal. Sollen sie sterben? Wir haben 64.499 Seen nochmal, also ein Level-Up ist noch drin, bevor wir das Finale spielen beim nächsten Mal.
Das ist also tatsächlich, so wie ich es gesagt habe, 30 Parts. Damit hat sich das dann. Dann mache ich irgendwas Neues. Hallo, werte Dame. Stärke. Kondition. Oh, ich wollte schon sagen, Kondition erhöht meine Ausrüstungslast nicht mehr, aber doch tut's. Ausrüstung reparieren. Interessant ist, dass es meinen Falchion relativ bösartig getroffen hat. Ja, ich auch. Ich war auch krank vor Sorge. So, der letzte finale Ring, damit mein Set hier vollständig ist. Ring des ewigen Kriegers. Gucken wir uns erstmal den Ring an. Aber so ist vielleicht einfacher. Wo ist das Ding? Da. Ein antiker von alten König Durand getragener Bronzering beschleunigt die Ausdauererholung. Der Held Durand, Beschützer der königlichen Familie von Boletaria, lebt auf ewig als Halbgott weiter. Also, eine erhöhte Ausdauer finde ich ziemlich cool. Können wir ja mal eben schnell ausprobieren. Ne? Hier, ich habe meine Wuchtbrumme hier. Boah. Oder wenn ich meine richtig heftigen Angriffe mache. Na, und dann stehe ich da. Machen wir es andersrum. Wow. Da schaffe ich 2 Umdrehungen. Also so toll ist der halt irgendwie auch nicht. Aber er ist vorhanden. Das andere, sein Set. Gucken wir uns mal sein Set an, wie es aussieht, wenn ich das trage. Das sieht bestimmt furchtbar aus. Beinschienen, zurücknehmen, nicht wirklich überschreitet, Gegenstandslast. Ach, verdammte Axt, ey. Ich hasse Gegenstände. Also, es gibt kaum etwas, was ich in diesem Spiel mehr hasse als deine Gegenstandslast. Nimm. Musst du beachten. Wichtig. Lassen wir so. Könnte immer noch nicht passen. Dabei trage ich schon fast gar nichts bei mir, was auch nur irgendwie irgendwas wiegt. Aber die Blätter hier, die wiegen tatsächlich einfach eine Menge. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Wenn man guckt, die wiegen 15,4. 15,4, es sind Blätter! Oder in dem Fall Gräser, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist so, wow. Das gefällt mir tatsächlich sogar vom Design her. Muss ich mal gucken, wie das im Vergleich ist. Ich will jetzt nur eben zeigen. Man müsste ja davon ausgehen, das Ding müsste jetzt richtig gut sein, ne? Weil der König war ja jetzt tatsächlich echt nervig. 300, 0,5. Kann das was? Wahrscheinlich nicht. Sieht wahrscheinlich nur ganz gut aus. Und ist besser gegen Gift. Na gut, okay, fein. Maske des alten Königs. Nur für Männer, 800. Besser gegen andere Sachen geschützt. Ist auch einfacher. Also rein theoretisch, ja. Sieht jetzt sehr maskulin aus. 7,7. Wow. Er ist mit Edelstein besetzt. Hey, ich mag Edelstein. Guck mal, das ist dann wieder einfacher. Die bronzenen Panzerhandschuhe des Halbgottes von Boletaria, der alte König Durand, sie sind mit Edelstein besetzt. Hey, Edelsteine. Und 4,6, wa? Ich meine, ja, warum nicht, ne? Ich will eh so ein Ding tragen. Ich muss den Ring der großen Stärke eh tragen. Warum erstmal nicht? Wo ich auch die Kapuze mag. Vielleicht laufe ich auch so rum. Weiß ich noch nicht. Anyway, das ist der vorletzte Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen oder halt Montag, je nachdem, wann der Part hier online geht, gibt's das Finale und das war's dann. Yay! Yeah.